Moin. Wie ihr vielleicht erkennt, das sieht nicht ganz so aus wie bei mir um die Ecke. Wir sind auf Bornholm, kleine dänische Insel in der Ostsee. Und ich probiere mich hier gerade so ein bisschen an den Felsen. Ja, wir haben uns mal so spontan eine kleine Auszeit gegönnt. Sind so ein paar Tage hier auf Bornholm. Denn heute vor einer Woche haben wir geheiratet. Ja, das war natürlich jetzt keine spontane Sache mit der Hochzeit, sondern das Ganze ist ja schon 2 Jahre in Planung gewesen. Und letztes Jahr haben wir dann das Ganze wegen Corona abgesagt. Und jetzt haben wir am 20. August endlich geheiratet. Das hat alles funktioniert. Ja, hatten eine wunderbare Fotografin. Da blende ich auch mal ein paar Bilder ein, sofern meine Frau es denn erlaubt. Und diese Fotografin, das ist Britta Gleiminger, das ist eine wundervolle Fotografin. Die kenne ich schon recht lange. Wir kennen uns alle von unserer Hamburger Fotogruppe in Facebook, die Hamburger Fotofreaks. Und da hat sie sich dann halt so irgendwann selbstständig gemacht, macht jetzt Hochzeitsfotos. Und ja, die ersten Bilder, die wir so auf der Kamera mal so erhaschen konnten, waren richtig cool. Und irgendwann abends, als sie dann zu Hause war, hat sie uns ein erstes Bild geschickt. Und da dachte ich nur, allein dieses Bild wäre das Geld wert gewesen. Das denkt meine Frau genauso. Und Alter, wir waren so happy mit ihr. Also ich möchte jetzt mal ganz lieben Dank dalassen für Britta. Sie hat so tolle Fotos gemacht, hoffe ich mal. Ich verlinke sie mal unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr aus dem Hamburger Bereich kommt und ihr braucht den nächsten Hochzeitsfotografen, schaut bitte mal bei ihr vorbei. Sie ist schon gut dabei, aber immer noch so in den Anfängen. Sie kann jeden Job gebrauchen und den macht sie wirklich gut. Ja, okay. Nun sitze ich hier in den Felsen und probiere etwas Neues aus. Denn ich habe hier eine neue Linse drauf. Und zwar ist es das Canon RF 14-35. Ja, da wundern sich natürlich einige, Alter, wo hast du denn die Linse jetzt so schnell herbekommen? Und da muss ich mich auch mal bedanken bei meinem Fotokumpel Robert Freitag. Weil also das, was er getan hat, also das, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, da wäre ich egoistischer. Ich habe das Objektiv vorbestellt. Er hatte mir da einen Laden empfohlen, wo man das machen kann. Und da hatte er seine Linse vorbestellt. Er war wahrscheinlich der allererste überhaupt. Und hat mir dann gesagt, ja, bestell das mal davor. Da kannst du es bekommen. Die sind immer relativ schnell, haben sie was am Start. Und dann habe ich natürlich, ja, war ich wahrscheinlich der allerletzte Vorbesteller überhaupt. So 2-3 Tage vor der Auslieferung überhaupt. Ja, er sagte dann mir nächsten Tag, ja, meine Linse ist zur Abholung bereit. Also ich könnte sie abholen. Aber da ich gerade keine Kamera habe, denn er ist von der Canon R5 kurzfristig auf die Fuji GFX umgestiegen und hatte dementsprechend jetzt keine Kamera. Er möchte aber gerne wieder zurück. Aber sagte er, komm, kannst meine Vorbestellung haben. Hat er da angerufen, hat das klar gemacht. Und dann ging das Ganze sofort per Express raus. Und einen Tag vor der Abreise nach Bornholm ist die Linse dann bei mir angekommen. Und ja, Robert, ich schulde dir echt ein Bier. Also wenn wir uns dann mal in Bayern begegnen oder so, ich gebe dir auf jeden Fall ein dickes Bier aus. Ja, erste Tests. Habe ich zu Hause mal so ein Zimmer gemacht. Natürlich erstmal Filterhalter rauf. Geht das alles mit 14 mm? Und da kann ich euch beruhigen. 14 mm, 100 mm Filtersystem. Es funktioniert. Ja, natürlich muss der Filterhalter gerade sein. Also wenn man ihn natürlich irgendwann kippt oder so, dann kommt das natürlich so ein bisschen ins Bild. Aber sagen wir ehrlich, wir fotografieren halt doch meistens gerade. Es sei denn, das Licht kommt so von der Seite. Da muss man halt ein bisschen reinzoomen oder so. Oder das später beschneiden. Wir wissen es nicht. Ja. Ja, so, ich bin jetzt hier unten in den Felsen. Das ist alles nicht so ganz einfach. Also
da liebe ich doch meine flache Nordsee oder Ostsee bei mir oben in Schleswig-Holstein. Man kann einfach sich hinstellen und bums fertig. Aber hier muss ich echt gucken, wo sitze ich, wo rutsche ich hier nicht weg? Wo kann eure Kamera stehen? Wo ist das nicht so mühsam für mich? Und ja, ich habe jetzt hier mal was gefunden, was so halbwegs gut aussieht. Und guck mal, was ich hier so machen kann. Hab hier so eine kleine, ja, so eine süße kleine Bucht. Die blende ich euch gleich mal ein. Und die Sonne geht irgendwo da drüben auf. Allerdings ist die Horizontlinie nicht so ganz frei. Aber naja, wird schon werden. Also da ein bisschen Spielraum ist da. Aber für ein First Light ist es schon mal gar nicht mal schlecht. Es ist besser als Regenwetter. Und der Himmel ist sonst klar. Da oben haben wir den Mond. Und hinter mir eine alte Räucherei. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist. Ja, okay. Ich gucke einfach mal, was wir hier so machen können. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob... Da muss man echt vorsichtig sein, nicht, dass ich hier noch was breche. Ey. Ich glaube, das könnte man auch gut als Vordergrund benutzen. Das ist vielleicht sogar noch besser. Also ich glaube, wenn ich hier so stehe und vielleicht hochkant hier so runter, ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Weil diese Felsformation, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das hier ist allerdings so eine fürchterliche Brühe. Das ist so ein stehendes Wasser hier. Das sieht schon richtig braun aus. Das ist jetzt nicht so der Knaller, aber sonst so, diese Felsen, das gefällt mir. Ja, es ist bloß immer so mühsam, hier so rumzurennen und sich ein Motiv zu suchen, weil man auch ein bisschen Schiss hat, sich hier lang zu legen und dann die schöne Linse zu schrotten. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich habe zwar neue Outdoor-Schuhe an, die auch gut Grip haben, aber sobald die Felsen hier feucht sind oder so, nützt das auch nichts mehr. Ja, mal sehen. So, ich bin jetzt hier mal weiter nach vorne gekrautet und habe dann mal jetzt das 14 bis 35 drauf. Und ja, hier vorne so ein schöner Fels. Und guck mal, was man da so machen kann. Das ist natürlich alles nicht so ganz einfach, aber so vielleicht. Dann kommt der Fels so ein bisschen aus der Seite raus. Und hier links unten beginnt halt so das Gewässer. Aber ich glaube, wenn ich mal mich vielleicht so positioniere oder vielleicht so ein bisschen höher, ich glaube, das gefällt mir so. Ja, das könnte ich so durchgehen lassen. Boah, Leute, das ist alles gar nicht so leicht. Also, da merke ich gerade, dass ich nicht gerade die Gebirgsziege bin. Also, das ist hier schon etwas mühsamer. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Das muss ich auch allmählich mal zusehen. Denn die Sonne geht in 28 Minuten auf. Ach, so, machen wir das mal so. Ich habe jetzt meine Kamera so ausgerichtet. Hier kommt der Fels so schön aus der Ecke. Alter, was habe ich denn für einen langen Finger, wenn ich da aus der Ecke komme? Okay, und ja, führt so ein bisschen in diese Richtung. Und die Sonne geht auch irgendwo da drüben so auf. Ja, und das, denke ich mal, ist dann erstmal so mein erstes Motiv. Mal sehen, ob ich noch Bock dazu habe, mir noch ein zweites zu suchen. Also das ist äußerst anstrengend hier. Aber mal sehen. Also, ich muss ja sagen, es ist unwahrscheinlich schwierig, hier Motive zu finden. Nicht, weil es hier nichts gibt, sondern weil man echt zu faul ist, hier rumzurennen. Weil man sich immer irgendwie hinmault oder so. Also,
da muss man schon ein bisschen Schiss haben. Aber ich probiere mal hier nochmal. Ich bin jetzt hier ein bisschen weiter rüber gelaufen und probiere mal hier so ein bisschen. Holla. So, jetzt bin ich halt hier rüber gelaufen und denke mal, das sieht auch ganz nett aus. Das sind jetzt die 14 mm und ich könnte, oh, weiß nicht, noch ein bisschen reinzoomen. Aber eigentlich will ich ja die 14 mm erstmal so ein bisschen testen. Und genauso gut könnte man hier so den Vordergrund Ich denke mal hier, so, das könnte jetzt ein Motiv sein. Ich denke mal, das mache ich mal. So, habt ihr euch das gemerkt? Das war irgendwo hier, ne? Mal gucken, was so machbar ist. Hier dominiert jetzt schon mal der Vordergrund extrem stark. Das ist dann einfach mal so. Das ist halt der Look, den man so hat, wenn man Ultra-Weitwinkel fotografiert. Das soll jetzt aber auch nicht mein Markenzeichen werden oder so. Ich will natürlich jetzt erstmal die Linse so ein bisschen testen, ne? Ich habe es eben gemerkt, ich habe jetzt einmal ein 09 Medium drin. Der ist allerdings nicht so ganz passend. Jetzt mache ich erstmal ein 06 Reverse auf den Horizont und dann gleiche ich das Ganze mit einem Softfilter an. Mal sehen, ob so, du gehst dahin. Und dann gucken wir mal. Ja, das passt ja schon mal ganz gut. Ich belichte jetzt absichtlich so ein leichtes bisschen unter, da der Himmel da hinten so ein bisschen ausbrennt. Aber die R5 hat ja so eine geile Dynamik, da kann man das ruhig machen. Also da kann man aus den Tiefen dann wieder was rausholen. Also auf den Himmel schön belichten und dann passt das eigentlich. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, man könnte jetzt komplett auf Filter verzichten. Aber wenn man jetzt natürlich mit den Filtern so ein bisschen Vorarbeit macht, dann kann man sich natürlich auch hat man sich ein bisschen Reserve erarbeitet, ne? Wenn man jetzt ohne Filter auf den Himmel belichtet und dann den ganzen Vordergrund, der hier ziemlich dunkel ist, hochzieht, das gibt sehr viel Rauschen. Deswegen arbeiten wir doch mit dem Filter mal lieber vor und machen den Rest dann halt zu Hause in Photoshop oder Lightroom. So, ich mache jetzt noch mal einen ND-Filter rein. Mal gucken, ob wir da ein bisschen spielen können. Übrigens, falls ihr noch eine schöne Filtertasche sucht von Nisi, gibt es eine neue, die leider nicht beworben wird, dass da 100x100mm Filter reinpassen, sondern die sagen bis zu 95mm Rundfilter, sagen die Chinesen zumindest. Ich habe mir die jetzt auf Blauen Dunst einfach mal gekauft und es passen wunderbar 100x100mm Filter rein. Ja, ich glaube, da gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filter rein. Also, das ist doch geil. So, nee, das ist der falsche. Ich will den da. Und das ist natürlich cool. Ich hatte ja sonst immer zwei Taschen. Und jetzt mache ich das mit einer. Das spart mir noch ein bisschen Platz.
Das sieht schon mal richtig cool aus. Und was mir gerade so aufgefallen ist, ich mache ja ein Focus Bracketing. Das heißt, ich fokussiere einmal hier vorne auf den Vordergrund und einmal auf den Hintergrund. Und falls ihr das schon mal gemacht habt, dann werdet ihr dir sicherlich gemerkt haben, dass sich beim Objektiv, beim Rumzoomen, dass sich der Bildausschnitt sehr stark verändert manchmal. Es kommt so auf die Linse drauf an. Das Ganze nennt man Atmen bzw. Focus Breathing. Und ich habe hier gerade festgestellt, diese Linse hat gar kein Breathing. Also so gut wie gar keins. Das ist echt der absolute Knaller. Also das macht das Ganze deutlich besser. Man muss dann immer aufpassen, wenn man seinen Bildausschnitt macht, dann muss man immer aufpassen, ja, auf welche Fokus nach vorne oder Fokus nach hinten, um zu gucken, wie muss der Ausschnitt sitzen. Und das kann ich mir jetzt schenken. Also das ist so minimal der Unterschied. Das ist der Hammer. Also ach ja, ist das geil. Das war doch mal ein gelungenes First Light von dem 14 bis 35. Die Bilder sind ja wohl, glaube ich, ganz gut geworden und ich bin absolut geflasht von dem Focus Breathing, was ja nahezu gar nicht vorhanden ist. Also das ist echt der Knaller. Ja, und wie ihr gerade im Hintergrund seht, da drüben, da spritzt das ganz ordentlich, ne? Ich glaube, da werde ich vielleicht morgen früh mal gucken. Ich gehe gleich mal darüber, dann muss ich da ein bisschen rumkraxeln oder so. Und dann, aber wie ihr seht, es ist nicht so ganz ohne hier. Ne? Also vielleicht sollte ich mal ganz vorsichtig sein, nicht, dass ich mir hier noch die Gräten breche. Ja, gut, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch mal hier ein Abo da. Und natürlich, falls euch das Video gefallen hat, dann auch einen Daumen nach oben. Und ja, wie ich ja anfangs erwähnt habe, habe ich ja geheiratet. Und falls ihr Lust habt, das ist aber absolut keine Pflicht, falls ihr Lust habt, mir so ein kleines Hochzeitsgeschenk zu machen, vielleicht wollt ihr mir ja bei Buy Me a Coffee eine Pizza spendieren. Ich mag nämlich keinen Kaffee, deswegen die Pizza steht mir auch ein bisschen besser. Ne? Aber ich soll abgenommen haben. Also einige Augenzeugen haben gesagt, ich habe schon abgenommen, weil ich bin da gerade fleißig dabei. Ich habe zwar mein Traumziel zur Hochzeit nicht erreicht, aber es reichte für die Fotos. Ja, gut. Ich gucke gleich nochmal darüber und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich weiß aber nicht wo. Vielleicht da, vielleicht zu Hause. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Im Moment ist das Wetter noch relativ gut. Es soll eigentlich schlechter werden heute, aber vielleicht bleibt es ja auch so. Da drüben ist es ein bisschen bewölkter, aber naja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dennis. So, und hoffentlich jetzt wieder zurück ohne Langlegen. Naja. Oh